Gewichtheben vor besonderer Kulisse. Battle the Beach macht diesen Anblick möglich. Wir waren zur Eröffnung in Warnemünde dabei. Auf dem Leuchtturmvorplatz in Warnemünde startete heute zum dritten Mal die Sportveranstaltung Battle the Beach. Über 360 Athleten kämpfen in 6 Kategorien bis Sonntag im CrossFit um den Sieg. Die Sportveranstaltung ist eine der größten im Bereich funktionale Fitness in Europa. Battle the Beach ist ein inzwischen sehr großer Functional Fitness Wettkampf, eigentlich eher ein CrossFit Wettkampf. Der Name CrossFit ist gestützt, deswegen dürfen wir den Namen nicht offiziell verwenden. Aber wir arbeiten einfach mit allen Movements, die es im CrossFit-Sport gibt. Mit Gewichtheben, Laufen, Schwimmen, Rudern, ganz viel Bodyweight-Geschichten, Klimmzüge, über Sachen rüberspringen, mit Kettlebells arbeiten und Seilklettern. Also all die Geschichten, die ein funktionelles Training ausmachen. Und das Ganze paaren wir hier in diversen Workouts, wo wir dann in 6 Divisionen die Gewinner halt ermitteln. Seit 2014 findet in Rostock ein jährliches CrossFit-Event statt. Zum dritten Mal wurde hier für Warnemünde als Standort ausgewählt. In Deutschland findet kein anderes CrossFit-Event am Strand statt. Eine besondere Atmosphäre. Im letzten Jahr musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie in kleinerem Rahmen stattfinden. Für dieses Jahr haben sich die Veranstalter ein Hygienekonzept überlegt. Wenn man als Athlet jetzt kommt und auch als Helfer, alle müssen bei uns einen Corona-Test machen oder vor Ort vorher offiziell gemacht haben oder halt genesen oder halt geimpft. Also ohne das geht es nicht. Vorteil natürlich jetzt hier in Warnemünde, dass wir direkt das Testzentrum nebenan haben. Das heißt, wenn jemand verdüstet hat, haben wir schon ein paar gehabt. Zum Glück nicht so viele, die haben es nachholen können. Für Zuschauer ist es so, dass wirklich wir gucken müssen, natürlich, dass wir die bestimmten Abstandsregeln einhalten. Das wird natürlich die Tribüne betreffen in der Sport Beach Arena. Der Vorteil ist natürlich, dass wir eine Draußenveranstaltung sind, nicht Indoor. Das spielt natürlich auf jeden Fall mega in die Karten. Wir treffen vor dem ersten Wettbewerb Sarah Hausmann. Sie ist extra wegen der Kulisse aus Dortmund angereist. Zusammen mit ihrer Freundin wird sie später im Teamwettkampf im Gewichtheben antreten. Sie nimmt zum ersten Mal teil und freut sich, dass sie dabei sein kann. Große Ziele hat sie sich nicht gesetzt. Spaß haben, tatsächlich Spaß haben. Also rein sportlich gesehen, glaube ich, sind wir hier nicht in der Lage, groß was zu reißen, aber das ist okay. Wir haben uns qualifiziert, darüber haben wir uns gefreut und ja, jetzt Spaß haben. Um 15 Uhr ist es dann soweit. Die Veranstaltung wird offiziell eröffnet. Alle Athleten mussten sich im Vorfeld der Veranstaltung qualifizieren. Bei den Wettkämpfen treten sie in Teams an. Am Ende zählt sowohl die Einzel- als auch die Teamwertung. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde. Geschäftsführer Matthias Fromm freut sich über das Event. Wir wollen Rostock und Warnemünde ja für eine jüngere Zielgruppe attraktiver machen. Und deswegen zahlt eine solche Veranstaltung ganz genau auf unsere Strategie ein. Wir wollen sportaffine Urlauber, Gäste, junge Leute zu uns locken. Und ja, Battle the Beach ist ja ein Instrument dafür. Und daher hoffen wir uns natürlich auch, dass wir perspektivisch ja unser Seebad für eine jüngere, aktive Zielgruppe empfehlen. Dann treten die ersten Teams der Frauen an. Auch Sarah Hausmann ist dabei. Alle Athleten müssen im Handstand abwechselnd ihre Schultern abklopfen. Es zählen die meisten Klopfer in 2 Minuten. Danach werden Gewichte in die Luft gestemmt. Am Ende zählt das meiste Gewicht in einem Versuch. Sarah Hausmann schafft 62 Kilo, eine Leistung, mit der sie zufrieden ist. Bis Sonntag werden die weiteren Wettkämpfe ausgetragen. Zuschauen ist kostenlos und ohne Test möglich. Morgen früh wird unter anderem ein Triathlon am Strand stattfinden. Sonntagnachmittag werden dann die Gewinner gekürt. Zu gewinnen gibt es 1.000 Euro an Preisgeld.